Hallo und herzlich willkommen zu meiner Redstone Update 1.5 Serie. Ich bin Rippi1337 und das ist nun Folge 29 mit dem Thema Trichter. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich werde ab von Anfang an erklären, wie genau ein Trichter funktioniert, was die machen, welche Möglichkeiten es damit gibt, bis wir denn letztendlich zu einer Erklärung kommen, wie man eine Sortiermaschine baut, was wir da hinten schon sehen. Dann werde ich einen kurzen Schnitt machen und die nächste Folge aufnehmen, in der es denn um die Sortiermaschinen geht, die da hinten stehen. Fangen wir an. Also, zuerst einmal haben wir einen Trichter. Trichter haben ein eigenes Inventar. Man sieht hier, kann man was reinpacken, kann was rausnehmen. Funktionieren erstmal wie ganz normale Kisten. Man kann allerdings auch von oben etwas reinschmeißen. Wenn ich das jetzt mal aus dem Inventar nehme und hier fallen lasse, dann sieht man, fällt es da rein. Das ist die logische Funktion von Trichtern. Trichter lassen sich in bestimmte Richtungen ausrichten. Wie wir hier sehen, ist der jetzt nach links ausgerichtet und das bekommt man hin, indem man mit der Shift-Taste in diesem Falle auf die gewünschte Richtung zielt. Wenn ich den jetzt auf den Boden baue, sieht man, passiert dabei gar nichts. Shift-Taste drücken deswegen, weil dann Objekte, die zum Beispiel ein eigenes Inventar haben, da kann man dann was dran bauen, wenn man die Shift-Taste gedrückt hält. Wer nicht weiß, was die Shift-Taste ist, ist es die Umschalt-Taste. Das ist die direkt über der STRG-Taste, die wiederum direkt neben der Windows-Taste liegt. Ich hoffe, das reicht als Erklärung. Ja, Trichter können aufeinander gerichtet werden. Voilà. Wie wir hier sehen, kann ich jetzt also hier Eisen zum Beispiel reinpacken und es wandert in diesen Trichter rein. Und es ist egal, aus welcher Richtung man Trichter aneinander oder an Kisten oder an Öfen baut, es landen immer Items drinne. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel was hinmache und da was hinmache, es läuft beides in den Trichter, in die Kiste rein und wird von den Trichtern da reingeleitet. Man kann Trichter auch dafür verwenden, Öfen zu befüllen. Das simuliere ich an dieser Stelle gerne mal kurz. Dafür brauchen wir Kohle und Eisen. Kohle muss immer von der Seite eingeliefert werden, also man kann auch andere Materialien nehmen, man muss nicht Kohle nehmen. Und bei Eisen oder alles, was man brennen will, muss man das Material von oben in den Ofen fallen lassen. Ebenso wie es hier dann auch angeordnet ist. Also das immer von der Seite und Eisen oder Cobblestone, also Pflastersteine oder was auch immer man da brennen möchte, muss man dann eben von oben reinpacken. Wir sehen schon, hier haben wir jetzt schon unser erstes Eisen. Wir können es jetzt rausnehmen, erhalten unsere Erfahrungspunkte, können aber auch einen Trichter verwenden, um es direkt in eine Kiste zu befördern. Hier wieder auf die Ausrichtung achten. Ich richte den Trichter jetzt auf die Kiste. Entsprechend wird er auch ausgerichtet und zeigt jetzt auf die Kiste drauf, wie man hier jetzt einigermaßen sehen sollte. Jetzt wandern die Sachen aus dem Ofen. Wir sehen schon gar nicht mehr, dass sie da angezeigt werden. Die wandern direkt in den Trichter und dann in die Kiste. Wie wir sehen, wir haben hier auch schon drei Eisen drin. Leider erhält man dafür denn aber auch keine Erfahrungspunkte beim Brennen von Material. Weshalb ich persönlich da kein großer Freund von bin. Interessant für Sortieranlagen ist natürlich, wenn man zum Beispiel jetzt eine Weizenfarm hat, wie in diesem Beispiel. Muss ich nur vorstellen, wir hätten hier jetzt eine Weizenfarm dran. Und wir wollen jetzt die Sachen hier reinsortieren. Und passieren soll eigentlich Folgendes. Dieser Trichter zeigt auf diese Kiste. Und in dieser Kiste sind nur Weizensamen drin. Da hier nur Weizensamen drin sind, müsste man davon ausgehen, dass der Trichter alle Weizensamen hier reinpackt. Und alles, was nicht da reinpasst, nach unten weiterleitet. Das funktioniert leider nicht ganz so gut. Wie wir hier sehen, es wird zwar etwas in die Kiste gepackt, aber leider landet auch ein großer Teil hier. Was die Sache leider etwas sehr
komplex macht und dadurch nicht ganz so einfach ist, ja, Sortieranlagen zu bauen. Weil die Trichter eben nicht nach dieser Logik laufen, in die Richtung, die sie zeigen, wird zuerst abgeladen oder so, sondern der Trichter, der da drunter sich befindet, saugt die Items quasi gleichzeitig ab und füllt sie dann eben in die Kiste da unten auch rein. So, aber was funktioniert? Wir sehen, hier kann kein Weizen eingeliefert werden, also landet das gesamte Weizen da unten. Trichter lassen sich selbstverständlich beliebig übereinander stapeln, wie wir hier sehen. Der untere saugt dann oder nimmt dann alles auf. Und sie lassen sich eben auch seitwärts bewegen, also seitwärts aufeinander ausrichten. Aber auch hier bedarf es wieder technischer Lösungen, um die Items denn nachher in diesen Trichter zum Beispiel zu kriegen oder gezielt in einen von den anderen. Weil wir sehen jetzt hier, der Trichter leitet das jetzt an den weiter. Hier passiert gar nichts. Hier kommt gar nichts an. Hier kommt jetzt etwas an und da kommt auch etwas an. Also es wird genau in der Hälfte geteilt, weil dieser Trichter eben aus diesem Trichter heraus etwas raussaugt. Nee, der untere Trichter saugt aus dem oberen etwas raus, während dieser Trichter an den etwas weitergibt. Wir können Trichter allerdings auch sperren. Und zwar haben wir dafür ja das Redstone. Und ich setze nun voraus, dass ihr minimal versteht, was Redstone macht und warum zum Beispiel jetzt Folgendes passiert. Also das, warum das passiert, sollte mindestens verstanden werden. Ansonsten könnte es jetzt gleich etwas schwierig werden, wenn ich die Sortieranlagen erkläre. Aber fangen wir an erstmal mit den einfachen Sachen. Wir haben hier jetzt einen Trichter. Und in den packen wir was rein und der Trichter darunter ist gesperrt. Das befindet sich hier jetzt auf einer Höhe, also dieser Komparator zeigt auf diesen Trichter, das ist wichtig. Denn nur dieser Trichter ist gesperrt, die anderen beiden, also der obere und der untere, sind davon nicht betroffen. Wir sehen, das Eisen läuft nach unten weiter, wird weitergereicht und landet trotzdem nach unten. Das liegt daran, dass der Trichter es trotzdem einsaugt und nach unten weitergibt. Beziehungsweise ihm die Items auch wieder abgezogen werden. Also nach unten gerichtete Trichter funktionieren nur bedingt zum Sortieren. Macht aber auch nichts, weil die sollen ja eh nur weiter nach unten leiten. Von daher ist das nicht so das Problem. Wir haben hier eine Anlage, die seitwärts Sachen weiterleitet. Und Ziel dieser Anlage ist es nun, erstmal einfach nur zu sperren. Wir sehen, wir packen jetzt in den ersten Trichter etwas rein. Und im zweiten Trichter sammelt es sich. Der Trichter kann es nicht weitergeben, beziehungsweise werden die Items nicht abgezogen, weil dieser Trichter hier gesperrt ist. Wir sehen, hier habe ich schon ein bisschen rumexperimentiert. Das funktioniert also wunderbar, genauso wie es soll. Wenn ich jetzt also diese Fackel hier entferne, dann sehen wir, es wird wieder weniger und es wird an diesen Trichter weitergeleitet. Gleiches gilt, wenn ich diese Fackel entferne, wird es eben auch da weitergeleitet. Und letztlich landet es dann hier unten. Nun ist der Sinn von Sortieranlagen ein anderer, wenn ich nun hier unten diese Kiste habe, wo ganz viel Müll drin ist, dann ist üblicherweise der Sinn dieser Sortieranlage, dass ich jetzt hier etwas reinpacke, zum Beispiel Cobblestone, und dieser Cobblestone landet da unten in der Kiste. Genau das passiert jetzt. Nun möchte ich aber, dass dieser Cleanstone oder dieser Stein, dieser gebrannte Stein, nicht in dieser Kiste landet. Und genau das passiert an dieser Stelle jetzt nicht. Warum nicht? Ganz einfach, wir brauchen einen Filter. Hier passiert jetzt Folgendes. Ich packe jetzt etwas in diesen Trichter rein und es wird zu gleichen Teilen wieder aufgeteilt. Wir sehen, es fließt nach unten, es fließt nach rechts und von da aus allerdings dann nicht mehr weiter. Und in dieser Kiste landet aber trotzdem alles drinne. Wie könnte man das nun verhindern? Wir sehen hier nun schon,
quasi den Prototypen einer Sortieranlage. Wir packen hier nun was in den Trichter rein und es landet hier. Und von hier aus geht es aber nicht weiter, denn dieser Trichter ist gesperrt. So, und wir sehen, irgendwo hier müsste aber trotzdem irgendwas passieren, tut es aber nicht, denn es kann auch nicht nach unten weitergeleitet werden, denn dieser Trichter hier ist auch gesperrt. Dieser Trichter kann also nichts von oben nach unten absaugen. Und ebenso ist es jetzt bei diesem Trichter. Das heißt, wenn ich hier jetzt etwas reinpacke, wird 100% davon hier drinnen landen. Es kann nirgendwo anders hin. Und wenn ich jetzt diesem Trichter sage, das werde ich jetzt hier zeigen, denn hier haben wir schon den ersten Aufbau für eine Sortieranlage und ich werde es auch gleich erklären. Hier passiert nun Folgendes. Ich packe jetzt hier mal, ja genau, wir haben ja hier diese Eichensetzlinge. Die packe ich jetzt mal hier rein. Und wir hören jetzt die ganze Zeit diese dämliche Fackel. Das unterbinden wir doch gerade mal. Jetzt passiert Folgendes. Ich packe hier jetzt eben diese Eichensetzlinge rein. Sie fallen in diesen Trichter oder werden in diesen Trichter versetzt. Und wir sehen, es passiert nichts, beziehungsweise kann nichts passieren, weil dieser Trichter es nicht weiterleiten kann. Im gleichen Zuge zieht dieser Trichter aber die Items ab und leitet sie nach unten weiter. Genau das wollen wir jetzt aber eigentlich verhindern, denn wir wollen ja, dass dieser Trichter etwas Spezielles sortiert. Und dafür packen wir da jetzt mal ein Eichensetzling rein, beziehungsweise können wir die auch alle da reinpacken. Wir können ja mit den Komparatoren auch den Füllstand abfragen. So, nun wird es ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie, das einigermaßen sinnvoll zu erklären. Wir müssen zuerst einmal auf die Ausrichtung dieses Trichters achten. Der darf nicht nach unten zeigen, weil wir haben ja gerade da hinten gesehen, dass das keinen Unterschied macht, wenn ich hier oben jetzt was reinmache, ob der nun Power hat oder nicht, weil der Trichter leitet es nach unten weiter und gleichzeitig zieht dieser nach unten etwas raus. Da die Rausziehfunktion, also die Saugfunktion dieses Trichters nicht gegeben ist, leitet dieser aber trotzdem den Kram nach unten weiter. Und genau das würde hier auch passieren, wenn ich jetzt einen nach unten gerichteten Trichter hätte. Der würde das einfach instant weiterleiten, ohne Rücksicht auf irgendwelche Vorgaben. Also muss der Trichter in irgendeine andere Richtung zeigen, nicht auf die anderen Trichter und am besten einfach ja nach vorne, nach hinten, also so da, wo eben nichts ist, wo es reinfallen kann. Und wir können mit den Komparatoren ja eben die Füllmenge messen. Und wir sehen jetzt, wir haben hier jetzt 18 plus 4, das macht 22. Wir haben 22 Items drinne. Packe ich jetzt ein weiteres dazu. Ich hoffe, man sieht es gleich. Warte mal, ich packe hier einfach mal eine Lampe hin, dann sieht man das auch. So. Das müsste eigentlich klappen. Packe ich jetzt ein weiteres Item rein? Nö, das ist, geht zu schnell. Mal sehen. Vielleicht schaffen wir es so. Nicht wirklich, okay. Ach so, ja, genau. Das Signal wird ja weitergeleitet. Ich könnte die Lampe aber hier hinpacken. Jetzt müsste es dann auch funktionieren. Genau. So. Wir sehen, wenn ich jetzt ein Item reinpacke, dann zählt der Komparator, wie viele Items drinne sind. Wir sehen, es sind jetzt eins mehr, wenn ich das richtig sehe. Ne, genau, waren immer noch 23 oder 22. Jetzt haben wir 21, 22. Und bei 23 löst er wieder aus. Und dabei passiert Folgendes. Der misst eben den Füllstand und bei 23 wird eine Grenze überschritten, wodurch ein Signal weitergeleitet wird. Das heißt also, dieses Signal wird um einen Block weitergeleitet. Dieser Komparator zieht das Signal aus diesem Block hier raus und gibt es an diese Fackel weiter, die wiederum ausgeschaltet wird. Da das Signal ausgeschaltet wird, wird eben auch dieser Trichter gesperrt. Und da der Trichter gesperrt ist, kann der keine Items von oben absaugen. Das verhindert also, dass sich dieser Füllstand
verändert. Das heißt, immer wenn ich jetzt, muss ich mich hier gerade noch ein bisschen umpositionieren, ich hoffe, dass man es einigermaßen reinkriegt, da sieht man die Fackel jetzt da unten. Und wenn ich da jetzt ein Item reinpacke, dann sieht man, die Fackel geht so lange aus, wie ein Item zu viel da drin ist. Also eben so lange, wie dieser Komparator, dieser Trichter, das Signal gibt, dass ein Item oder mehrere Items zu viel drin sind. Genau das ist Sinn dieser Sortieranlagen. Das heißt, packe ich jetzt hier oben diese Eichensetzlinge rein, dann sehen wir, dass die Anlage die ganze Zeit am Blinken ist, weil hier eben immer ein Item reinkommt und dann nach unten weitergeleitet wird. Und in dieser Kiste sehen wir schon, es werden immer mehr. Das funktioniert ziemlich gut. Nun möchten wir selbstverständlich verhindern, dass hier Gold reinläuft. Und wir sehen, es passiert nichts, denn es kann ja nichts weiteres mehr hier rein. Durch diese vier Redstone, die ich jetzt hier reingepackt habe, passt hier einfach gerade nichts anderes außer Redstone und die Eichensetzlinge rein. Das ist also quasi ein, ja, Filter, kann man sagen. Empfehlen kann ich an dieser Stelle allerdings nur ein Objekt oder ein Item zu verwenden als Filter, was sehr selten vorkommt oder was man am besten gar nicht im System hat. Da wären zum Beispiel Diamantblöcke, die kann ich dafür nur empfehlen, weil Diamantblöcke üblicherweise ja nicht verwendet werden. Jedenfalls nicht, um es in die Sortieranlagen zu schmeißen. Wieso bin ich jetzt eigentlich zu doof, das zu bedienen hier? Und aus diesem Grund bieten die sich eigentlich ziemlich gut an. Allerdings muss man beachten, dass man im Survival eben auch nicht so viele Diamantblöcke hat, um größere Sortieranlagen auszustatten. Also könnte man zum Beispiel auch XP-Flaschen habe ich zum Beispiel oft in Verwendung für solche Sachen. Oder ja, es muss etwas Stapelbares sein, aber eben irgendwas Beliebiges. Ich wüsste jetzt nicht, man kann auch diese Beacon-Blöcke nehmen, sind halt auch eben selten, aber irgendwas, was man eben viel produzieren kann, aber vielleicht nicht so oft hat. Besonders effektiv hat sich Holzkohle ausgestellt, weil das ein Produkt ist, was man leicht produzieren kann, aber im Grunde niemand besitzt. Somit bietet sich das natürlich optimal als Filter an. Also im Grunde macht diese Anlage nichts anderes als zu messen, was ist in diesem Filter drinne oder in diesem Trichter drinne. Ist mehr als 22 bzw. 23 drinne, leitet es ein Signal weiter und schaltet diesen Trichter auf Durchzug. Das heißt, der leitet die Items dann dementsprechend so lange weiter. Das Ganze lässt sich noch ein wenig weiter ausbauen, weil bis jetzt haben wir ja ein folgendes Problem. Wir packen hier was rein und wir sehen, das Gold bleibt jetzt hier drinne stehen. Packe ich jetzt also weiteres Material hier rein, zum Beispiel, okay, die Diamantblöcke sind ein dämliches Beispiel, weil die jetzt nach unten weitergeleitet werden. Aber packen wir zum Beispiel jetzt hier Kisten rein, dann sehen wir, auch diese werden hier eben hingeliefert, aber nicht weitergegeben. Was daran liegt, dass hier eben Fackeln sind. Wären diese Fackeln aber nicht da, dann würden auch die Items nicht nach unten weitergeleitet werden, sondern dann ziemlich wahrscheinlich einfach gerade durch. Dafür müssen wir die Schaltung ein wenig erweitern und deswegen sieht es hier jetzt ein wenig komplexer aus als hier. Das Gelbe, wie bei allen anderen künftigen Schaltungen, die hier stehen, ist das Gelbe für den unteren Sortierbereich und das Blaue für den oberen Sortierbereich. Das habe ich einheitlich gemacht, damit ihr den Überblick gewinnt und vielleicht dann auch versteht, wieso das so ist, wie es ist. Also für diese Version brauchen wir nun einen zweiten Teil, nämlich diesen blauen hier. Und dieser blaue macht eigentlich im Grunde genau das gleiche wie der gelbe unten. Nur, dass der den Trichter ausschaltet, der das Signal auslöst. Das ist ein wenig schwierig zu erklären, deswegen packe ich hier jetzt einfach mal, ich muss gerade mal gucken, ob ich hier schon Sortierkram drinne. Ja. Also, ich packe jetzt die Diamantblöcke rein und wir sehen, diese Fackel geht aus. Aufgrund der Tatsache, dass die Fackel ausgeht, wird das Zeug dann hier eben irgendwo weitergeleitet.
Wohin auch immer. Ich sehe es gerade nicht. Achso, es wird einfach durchgeleitet. Müsste denn irgendwo. Ach, da unten landet es. Okay. Genau. Klar. So. Die Fackel geht folgendermaßen aus. Also, wir haben ja. Ich mache das hier mal gerade weg. Wir haben jetzt diesen Trichter. Der Trichter, der hier vor war, da packe ich ja die Sachen rein, beziehungsweise die Kiste, die hier drüber ist. Die Items werden dann aus der Kiste rausgesaugt und an diesen Trichter hier weitergegeben. Dieser Trichter ist gesperrt, das heißt, er kann keine Items weitergeben, aber dieser könnte etwas raussaugen. Da hier jetzt allerdings Cobblestone bzw. Pflasterstein als einzige Möglichkeit gilt, beziehungsweise auch die Redstone-Fackeln, kann also saugt dieser Trichter eben nichts raus. Und wenn ich jetzt eben hier diese Items drin habe in diesem Trichter und dieser Trichter diese nicht gleich absaugt, dann gibt dieser Trichter ein Signal, leitet es an diesen Komparator weiter, der Komparator gibt ein Signal aus und leitet es dann entsprechend wieder an diese Fackel weiter, wodurch dann eben die Items weitergeleitet werden. Denn diese Fackel geht aus und der Trichter kann die Items so lange weiterleiten, bis die Fackel wieder angeht. Und das funktioniert eben genauso wie hier unten auch. Das hat mit der Menge zu tun. In diesem Falle ist es die doppelte Menge. Das heißt, bei 45 bzw. 46 schaltet sich der Komparator ein und beziehungsweise verstärkt das Signal um 1 und wir sehen, die Sachen werden dann entsprechend weitergeleitet. Das Zeug landet nun dann eben in diesem Trichter, kann wieder nicht nach rechts weitergeleitet werden, sondern wieder nur nach unten und genau da landet es dann auch. Es wird von unten abgesaugt und würde jetzt normalerweise dann durch eine weitere solche Schaltung dann ebenfalls wieder sortiert werden. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden, wie genau das funktioniert. Ansonsten, die Karte wird es definitiv wieder als Download geben und da könnt ihr euch das dann alles nochmal im Detail angucken, vielleicht noch das Video dazu oder so. Und ich hoffe, dass das dann einigermaßen klappt.